Im Bremer Szeneviertel Steintor leben Menschen unterschiedlicher Herkunft friedlich miteinander. Doch seit dem letzten Sommer fallen zunehmend Jugendliche aus Nordafrika durch Straftaten auf. Erst waren sie nur rund um den Bahnhof unterwegs, nun aber auch zunehmend in dem Szene-Stadtteil. Jetzt fordern sogar die Grünen dort verstärkte Polizeipräsenz. Katharina Weisgerber hat die Polizeibeamten bei einer Nachtschicht begleitet. Wichtig wäre, dass ihr gemeinsam vorzieht. 21, 23, 22, wo ist euer Standort? Also da werden wir jetzt einen Stubendurchgang machen. Das heißt, wir werden Personalienüberprüfung und Feststellung machen im Swing. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Sondereinsatz der Bremer Polizei. Es geht um eine ganz spezielle Gruppe jugendlicher Flüchtlinge aus Nordafrika, die im Bremer Szeneviertel massiv Straftaten verübt. Mehrere von ihnen sollen sich in der Kneipe Swing aufhalten. Da ziehen sich also immer wieder in Anführungsstrichen Straftäter zurück. Und dazu gehören also auch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Und als Minderjähriger hat man hier jetzt letztendlich auch nichts zu suchen. Vorhin ist hier in der Nähe auch eine Straftat passiert, ein Raubdelikt. Und deswegen überprüfen wir diesen Laden mal, ob da dementsprechend eventuell was zu finden ist. Die Polizei sperrt das Lokal und durchsucht die Jugendlichen. Es geht um geklaute Handys, Geld und andere Wertsachen. Auffällig ist jetzt bei einem auch ein höherer Geldbetrag, der schon gefunden worden ist. Keiner dieser Personen kann sich im Moment hier mit irgendwo einem Ausweis oder einem Dokument ausweisen, sodass wir jetzt doch in Ruhe mal eben die dementsprechenden Personen zur Wache bringen. Seit dem Sommer hat sich in Bremen die Zahl der Delikte verdoppelt. Man trifft auf diese Gruppe Jugendlicher außer am Bahnhof nun auch zunehmend im Bremer Viertel. 45 Diebstähle und 15 Raube wöchentlich gehen auf ihr Konto. Rund 30 minderjährige Flüchtlinge aus Nordafrika gelten für die Polizei als Top-Täter. Es handelt sich um eine spezielle Tätergruppe, hauptsächlich aus Marokko und Algerien entstammt, die vermehrt Antanzdiebstähle begehen. Das sind Diebstähle, wo sie in offenbar guter Laune, meist in einer Gruppe von 2, 3 Leuten, auf Personen zugehen, die fröhlich antanzen und denen bei der Gelegenheit dann die Wertsachen stehlen oder zum Beispiel Handys. Aber das vermeintlich fröhliche Antanzen wird zunehmend brutaler. Bei ihren Diebstählen agieren die Täter immer aggressiver. Das heißt, eine Gewaltanwendung ist mit dabei, was hauptsächlich passiert, wenn die jeweiligen Opfer das bemerken, dass sie angetanzt werden, dass man ihnen versucht zu beklauen und dann dagegen vorgehen. Und dann wehren sich die Täter entsprechend auch, sodass es dann eben teilweise auch zu massiver Gewaltanwendung kommt. Da die Jugendlichen sich nicht ausweisen können, werden sie auf die Polizeiwache gebracht. Hier wird ihre Identität überprüft und zum Beispiel bei einem jugendlichen Flüchtling nach der Herkunft des Geldes gefragt. Das Geld wird beschlagnahmt, wahrscheinlich stammt es von einer Straftat. Der verdächtige Jugendliche hat einen festen Wohnsitz, deshalb behält die Polizei ihn nicht hier, sondern übergibt ihn an den Jugendnotdienst. Es ist oftmals so, dass wenn die Jugendlichen an den Kinder- und Jugendnotdienst übergeben wurden, dass sie sich dann selbstständig machen, dort wieder absetzen und wir sie dann kurze Zeit später wieder an den gleichen Stellen im Bahnhof und im Viertel treffen. Ist das dann nicht auch frustrierend in Ihrer Arbeit? Ja, selbstverständlich. Es wiederholt sich jedes Mal wieder und es ist ein Kreislauf, dem wir dann hinterherlaufen. Rund um die Uhr hat die Polizei ihre Präsenz im Viertel stark erhöht. Hier ist Bremen eigentlich besonders bunt, zeigt sich weltoffen und tolerant, Multikulti als Lebensgefühl. Aber die Stimmung droht zu kippen. Selbst die Grünen vor Ort fordern nun ein härteres Vorgehen gegen die Jugendbanden. Ja, Ziel muss natürlich schon sein, den einen oder anderen dann auch zu erwischen. Und es ist dann auch so, dass wenn entsprechende Straftaten nachgewiesen werden können, selbst wenn sie jugendlich sind, die Personen dann in U-Haft auch genommen werden. Es ist also nicht so, dass sie dann hier einfach weiter rumlaufen dürfen. Die Überfälle und Diebstähle geschehen vor allem in den dunklen Nebenstraßen, aber wirklich sicher ist es hier nirgends. Die Besucher des Szeneviertels lassen sich davon aber nicht abschrecken. Sie wollen feiern und Spaß haben. Also ich habe es ehrlich gesagt eher in anderen Städten krasser erlebt, aber ich bin immer eher so, dass ich voll Vertrauen in andere Leute habe, deshalb bin ich da nicht so ängstlich. Aber man sollte schon auf seine Sachen aufpassen. Ich weiß nicht, ich laufe hier niemals alleine rum, deswegen man sollte auch... Ich meine, wenn man in unserem Alter ist und ein Mädchen ist, dann sollte man hier sowieso nicht alleine rumlaufen. Vor dem Steintor, einer mit einer auffallend blauen Hose. Der nächste Einsatz für die Polizisten im Bremer Viertel.
Wieder werden Jugendliche aufgegriffen und durchsucht. Bis zu 45 Beamte sind die ganze Nacht über im Dienst. Die Gruppe krimineller Jugendlicher soll verunsichert werden. Die Szene merkt, dass wir dort vor Ort sind. Die merkt, dass sie nicht mehr frei agieren können und sie fühlen sich die ganze Zeit beobachtet. Und das mindert natürlich auch die Tatgelegenheiten, weil sie selber verunsichert werden und dadurch auch Fehler begehen. Deshalb werden regelmäßig weitere Polizeieinsätze folgen. Die Szene soll aus dem Stadtteil vertrieben und möglichst auch aufgelöst werden.